Hallo und willkommen bei der Albenrevue. Wir befinden uns hier in einer Art Miniserie innerhalb einer Serie. Es geht um die 5 Soloalben, die von Yes-Mitgliedern in den Jahren 1975 und 1976 aufgenommen wurden, anstelle eines fälligen Yes-Albums. Nur eine Woche später, nach Steve Howes Erstling Beginnings, über den ich in dem vorangegangenen Video gesprochen hatte, lieferte der Yes-Bassist Chris Squire sein Album ab. Und hier muss man sagen, wow. Chris Squires Solo-Debüt Fish Out of Water ist ein großartiger Wurf und ein tolles Album, das mit musikalischer Substanz, aber auch einer tollen Form besticht. Eine großartige Platte, die jeder mal gehört haben sollte. Und obwohl hier eine ganze Band im Einsatz ist und es sogar hier und da orchestrale Momente gibt, spielt auf dieser Platte kein Gitarrist mit. Es gibt einzelne Passagen, wo Chris Squire eine akustische Gitarre spielt, aber die Abwesenheit eines Gitarristen prägt sichtlich den unikaten Sound dieses Albums. Am Schlagzeug sitzt Bill Bruford, an den Keyboards ist Patrick Moratz, Mel Collins spielt hier Saxophon. Sicherlich eine interessante Rolle spielt hier Andrew Price Jackman, mit dem Chris Squire vor Yes in der Band The Sin spielte. Er war der Keyboarder, spezialisierte sich aber zunehmend auf Orchesterarrangements, eine Aufgabe, die er auch hier übernahm. Das Album beginnt mit dem funkigen Hold Out Your Hand. Hier wird schnell deutlich, dass Squire nicht nur ein Bass-Guru ist, sondern eine hervorragende Stimme hat. Das wusste man natürlich schon vorher, da man seine Zweitstimme auf unzähligen Yes-Stücken hören kann. Das Lied hat einen großartigen, funkigen Vibe. Fast einen Hauch von Disco, wobei man unentwegt etwas verraten wird, da das Ganze nicht in einer einfachen Zählzeit gehalten wird und man deshalb Mühen hat, einfach mitzushakern, da der Rhythmus so oft wechselt. Das zweite Stück, You by My Side, ist eine langsame, jedoch dichte Nummer, die wunderbar in einer charmanten Orchestrierung aufgeht und geradezu etwas leicht Beatles-haftes hat. Und obwohl das für mich vielleicht die am wenigsten interessante Nummer auf dem Album ist, ist es immer noch ein super Lied. Das zeigt nur, wie gut das gesamte Album ist. Das Stück geht filigran in das dritte und letzte Lied auf dieser Seite, das 12-minütige Silently Falling. Und das ist eine faszinierende Komposition, die extrem gelungene orchestrale Elemente und eine erfahrene Band unter ein Dach bringt. Hier ist einfach alles stimmig. Der Track hat eine psychedelische, geradezu trance-artige Stimmung, doch dann gibt es aufregende Steigerungen. Der Aufbau des Lieds ist hervorragend und total spannend. Der mittlere Abschnitt baut sich auf einem 7/4-Takt auf, was Patrick Moratz nicht davon abhält, darüber ein großartiges Keyboard-Solo zu spielen. Das ist alles sehr hypnotisch. Ein toller Track, der sehr elegisch ist und Chris Squire eine Chance gibt, seine Stimme mal zum Ausdruck zu bringen. Und dann beginnt die B-Seite. Und hier wird nicht geschwächelt. Das könnt ihr mir glauben. Zuerst folgt das verdammt coole, funkige Lucky Seven, das mehr ein Fusion-Track ist. Squires Bass ist hier großartig und funktioniert teilweise als ein Lead-Instrument. Gleichzeitig exzellente Einwürfe von Mel Collins am Saxophon. Andrew Price Jackman spielt hier hervorragend ein elektrisches Piano. Bruford ist wie immer überragend, sehr groovig. Ein toller Track, der sich langsam steigert. Ebenfalls gigantisch diese spärlichen Orchestereinlagen, die sich eher dezent in die Musik mischen. Großartig. Das ganze Album ist derartig hypnotisch. Einfach toll. Und dann beginnt das letzte Stück auf diesem Album, das 15-minütige Epos Safe. Es beginnt ganz zurückhaltend. Andrew Price Jackman am Klavier, Squire spielt dazu Bass und singt, doch schon bald steigert sich das Ganze zu einem subtilen, langsamen Groove. Was entsteht, ist ein eigenwilliger Prog-Rock-Kanon aus umeinander kreisenden Instrumenten, die alle demselben Muster folgen. Das ist super cool gemacht und scheint sich geradezu ins Unermessliche zu steigern. Man würde Mühe haben, ein anderes Rockalbum zu finden, das so klingt. Man merkt, dass bei diesem Epos im Finale Chris Squire nun alle Register seiner Kunst ziehen möchte. Heidewitzka. Im Finale löst sich dann die Musik in einem akustischen Nebel auf, nur der Bass von Squire bleibt und versickert dann langsam in einem Hauch von Ambient. Und dann ist das Album zu Ende. Alles in allem ist es ein gängiger Konsens, dass von
den fünf genannten Alben, die fast zeitgleich von den Mitgliedern von Yes aufgenommen wurden, Chris Squires Beitrag möglicherweise der beste ist. Ich widerspreche dem eigentlich nicht. Das Album hat seinen eigenen magischen Charme und ich zögere hier nicht, 5 Sterne zu vergeben. Ich wüsste wirklich nicht, was man hier besser machen könnte. Das hier ist eine großartige Band, straff und erfahren, und der Sound, den sie hier erschaffen, ist absolut zeitlos. An der Grenze zwischen Prog-Rock, Jazz-Funk, Fusion und Symphonic Rock. Und was noch mehr wiegt, das ganze Album hat seine ganz eigene, unikate Handschrift. Diese LP ist einfach nur originell und auf ihre eigene Art geradezu hypnotisch. Das war Fish Out of Water von Chris Squire aus dem Jahr 1975.